So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der WWE 2K17 Turniers. Und irgendwo noch immer habe ich Jason Jordan und Daniel Bryan genommen. Der erste Konter hätte diesen Match in unserem vierten Anlauf dieses Turniermatch zu starten, nachdem wir D-Sings hatten, die Disconnects und was nicht alles. Hoffen wir mal, dass es jetzt klappen wird. Repräsentant der WXW für Team Ringkampf, Axel Dieter Junior. Gespielt von Assassin Boss, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Vergesst immer, wer wen spielt. Egal, der nächste Kontrahent, der, glaube ich, eingesprungen ist, relativ spontan, ist Sascha, der spielt gefreiter Richter. Ein Gefreiter unseres Champions. Ja, El Comandante. Unser Champion. Und eingesprungen für jemanden, dessen Internet nicht optimal ist, der Sascha, der gefreite Richter spielt aus der GWF-Trainingsschule. Und der letzte Mann, ein weiterer WXW-Repräsentant, Marios Al-Oni. 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 Perfekt. Fantastisch. Und ich würde sagen, wir legen los mit diesem Triple Threat Match. Und wie gesagt, eigentlich wollte ich den Brian nehmen. Oh, bitte. Okay. Ich hoffe, es gibt keine Daisings. Ich hoffe, wir können endlich mal dieses Match spielen. Ach du Scheiße, los geht's. Okay, nein, okay. Tim spielt Axel Dieter Junior und Alani von Assassin Boss. Los geht's. Das wird interessant. Mal sehen, was für eine Strategie der Gefreite von unserem Champion hier fahren wird. Sucht sich erstmal anscheinend eine Verschnaufsgegend. Aber ich glaube, Slingshot. Plancher trifft aber nicht so ganz. Das kann sehr, sehr schmerzhaft für alle Kontrahenten hier werden. Vor allen Dingen, der Underdog, wenn man es bezeichnen möchte, wahrscheinlich der Gefreite, kann nicht die Erfahrung aufweisen, eines Al-Anis oder noch viel mehr, eines Axel Dieter Juniors, ein Hamburger Jung. Wie gesagt, Teil des Stables bei der WXW Team Ringkampf, die für den Sport des professionellen Ringkampfes stehen und sagen, die Matte ist heilig. Ja? Und dementsprechend mal sehen, ob auch dieses Prestige auch in dieses Turnier geleitet wird. Dann haben wir Marios Al-Ani, Teil des Tag Teams A-Form, an der Seite von Absolute Andy, Tag Team Champions WXW, von der WXW. Sehr empfehlenswert das Interview von den beiden am Karatwochenende zu sehen bei Wrestling.plus. Eine wunderbare Facebook-Seite, die ihr besuchen könnt. Wrestling.plus. Einfach mal eingeben in eure URL-Leiste. So, Hamburger Junge, da muss man immer Hummel, Hummel, Moss, Moss sagen. Jawohl, finde ich auch richtig. Genau, und dann natürlich der gefreite Richter, einer der beiden Gefreiten, der zweite Kompagnon oder so, wird dann in einem der nächsten Turniermatches ebenfalls antreten. Und dann gucken wir mal, ob vielleicht am Ende die Gefreiten einfach im Finale stehen werden. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ja? Oder ob die vielleicht, wenn der gute Richter hier weiterkommt, ob er es schaffen könnte, überhaupt weiterzukommen. Oh Mann! Oh Mann! Auf jeden Fall ein interessantes Aufeinandertreffen und wir hoffen noch sehr, dass es hier endlich ein Match wird, was durchaus zeigbar wird. Axel Dieter Junior mit der Möglichkeit zeigt einen Neckbreaker gegen Al-Ani. Oh oh. Oh oh, was wird das hier? Einfach mal. Black Body Drop. Die gute alte GWF-Schule. Da sehen auch die standardmäßigsten Aktionen perfekt aus. Hey, ganz klar, ganz klar. Al-Ani jetzt mit Richter im Ring. Bearbeitet jetzt hier den Nacken. Will er vielleicht seinen German Suplex vorbereiten, den er gerne zeigt, um Matches zu beenden? Ist das so? Keine Ahnung. Oder Death Valley Drivers, man weiß nicht so ganz, ne? Was wäre ich nur ohne ein schlechtes Gewissen? Nein, Gewissen wollte ich nicht sagen. Erinnerungsvermögen, das wollte ich sagen. Dieter, kommt an! Wunderschöner Superkick. Cross-Kick, wie auch immer. Ansatz zum Piledriver. Second Generation Axel Dieter Junior zeigt einen Piledriver wie aus dem Bilderbuch. Nachdem dieser Superkick allerdings eher aussah wie aus einer
Weiß ich nicht. Ich kann leider nicht so gut Worte bilden, Sätze bilden. Siehst du? Richter wieder mit der Möglichkeit, aber Alani, ein Schritt voraus, macht aus der Pile Driver oder Powerbomb Sunset Flip Cover, was er aber nicht durchzieht, was vollkommen regelkonform ist, wie sich das nämlich gehört. Wow! Nicht schlecht! Wunderbar gemacht, Uppercut! Und da muss er Alani erstmal kurz verschnaufen. Richter jetzt im Ring. Musste bisher am wenigsten einstecken, wie wir sehen können. Axel Dieter sowie Alani schon einiges an Schaden genommen. Und aus welchem Grund hier Axel Dieter auf Jason Jordan springt, man weiß nicht so ganz. Man weiß nicht so ganz. Wow. Wow. Fantastisch. Konter. Aktion. Und noch ein Konter. Und Körper fliegen. Und ein weiterer Konter. Richter kann hier wirklich einen Upset schaffen. Zeigt jetzt nochmal den Ansatz zum Pile Driver, lässt sich einfach fallen und ganz lässig geht das auf den Kopf. An der Lariat. Wow. Simply amazing. Richter jetzt mit Dieter im Ring. Spinebuster. Es ist unglaublich. Jetzt fällt mir auch wieder ein, was der Finisher von Gefreiter Richter ist. Es ist nämlich ein Fisherman Driver, den er gerne nur zum Match zu beenden. Alley-oop, einfach auf Axel Dieter auffallen, hat man das gesehen. Sonst die Richter nur in Tag Team Action zu sehen. Und jetzt zeigt er einfach, was er drauf hat als Singles Wrestler. Was hier für Überraschungen möglich sind. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Jede jetzt mit der Möglichkeit, den Sack so schnell wie möglich zuzumachen. Richter wird aber gezwungen, erstmal aus dem Ring sich zu verpissen. Oh oh! Regeflexer Ansatz geht das Ding durch. Alani muss die Matte spüren. Und wie heilig diese Matte ist, ist das schon der Sieg. Nein, er kommt raus. Kickout bei 2. Axel Dieter Junior will nachsetzen. Unfaire Aktion, aber in einem Triple Threat Match spielt das keine Rolle. Ansatz zum Pump and Slam. Nein, daraus wird ein Gutbuster gemacht. Richter jetzt mit der Möglichkeit, Kapital zu schlagen, abzustauben. Fängt Axel Dieter Junior ab mit einem Spinebuster. Guckt sich um, welche Aktion ist am sinnvollsten. Wird wahrscheinlich den angeschlagenen Alani nehmen, packt ihn sich hoch. Was wird das jetzt hier? Ansatz zum... Keine Ahnung. Alani jetzt mit der Möglichkeit, ebenfalls Kapital zu schlagen. Was, das ist jetzt unglaublich. Aktion nach Aktion. Wie spannend ist das bitte? Erneut diese lässige Pile-Driver. Wow. Das hätte ich nicht gedacht von dem Gefreiten Richter, dass er hier so abräumt gegen diese fast schon WXW-Regulars. Ne, Regulars sind sie. Ich wollte erst Veteranen sagen, aber dann wusste ich nicht ganz, wie lange die beiden schon im Business sind. Okay. Dieter on fire. Aber Richter löscht dieses brüllende Gelöt mit einem Overhead Suplex. Back Elbow. Aus der Konzerne von Rambo. Zeigt auch Richter seine gelehrten Fähigkeiten. Aktion nach Aktion. Back Body Drop. Zeigt einen Kick. Aber. Puh, Dragon Screw. Entscheidet es sich jetzt im Ring. Richter gezwungen aus dem. Außer des Rings zu bleiben. Superkick! Will er nachsetzen? Dieter mit der Möglichkeit. Aber wir sehen, der muss schon schnaufen. Der muss erstmal Luft holen, bevor er wieder Aktion zeigen kann. Ist das schon der fünfte Pile-Driver, den wir in diesem Match sehen? Ich weiß das nicht. Hat jemand mitgezählt? Vielleicht sollen wir einen Pile-Driver-Counter einführen. Wer weiß das? Wer weiß das schon? Cover jetzt. Richter aber in Position und unterbricht, beziehungsweise Axel Dieter. Hat selber eingesehen, es hätte keinen Sinn gemacht, das kann er durchzuführen. Und jetzt verhöhnungsmäßig. Oh oh! Oh! DDT! Impaler Edition. Es muss Richter nur noch Alani aus dem Ring irgendwie bekommen, damit er hier freie Fahrt hat für einen Sieg. Verhöhnung von Höhne. Das finde ich auch sehr schön. Belly to Belly, aus dem Konter, Richter auf der Hut. Was setzt er als nächstes an? Eventuell eine weitere Special-Aktion, ein weiteres Trademark-Manöver von dem Rekruten aus der Kaserne von El Comandante Rambo. Stomp, Stomp, Stomp. Das scheint das Motto aktuell zu sein von Axel Dieter, aber Richter, was? War das vielleicht nur eine Finte? Heini! Und jetzt muss nur noch die entscheidende Aktion folgen. Das Cover, 1, 2, darf er überhaupt schon pinnen? Ich weiß es nicht ganz. Eigentlich hat er... Moment. Egal, gewonnen! Schwierig.
War der Finisher? Okay, dann war es der Finisher. Entschuldigung. Das habe ich jetzt. Habe ich nicht mit gerechnet, dass das der Finisher war. Aber gewonnen! Hey! Was war denn das gerade? Ich habe schon wieder vergessen. Egal. Hat er gerade einen Defensive Driver gemacht? Fisherman Driver? Was war denn gerade? Running Knee. Okay, wenn es der Finisher war, lass es gelten. Sehen wir in der Wiederholung. Weiter in der Runde. Und damit ein Rekrut von unserem Champion. Der gefreite Richter, der die Wildcard war in diesem Match. Glückwunsch an Sascha. Stand auf Cage Match. Dann lassen wir das so. Herzlichen Glückwunsch. Schönes Match am Ende. Wurde recht spannend gemacht. Sehr schön, sehr schön. Daumen hoch, wäre cool. Erfolg aus. Wir sehen uns dann beim nächsten Achtelfinale. Ich hoffe, ihr hattet einigermaßen Spaß. Ciao, ciao.